Minecraft mit Dirk Schulze 74. Hallo und willkommen. Ich wünsche allen ein gesundes, gesegnetes neues Jahr. Und ich werde mir hier mal etwas Erde einpacken, damit ich meine Creeperlöcher von gestern stopfen kann. Und wir werden gleich mal gucken, ob es hier neue Creeper gibt. Da oben gibt es einen Enderman. Den lege ich mich heute mal nicht an. Im Speed-Up ist das voll in die Hose gegangen. Dieser Enderman hat mich direkt zum Creeper hingeschubst, wo es dann wieder ein neues Creeper-Loch gab. Ja, gestern hatten wir ja unser Dach weitergebaut. Mal sehen, ob ich das Let's Play beende, wenn ich diese Scheune fertig gebaut habe. Ich hatte ja eigentlich vor, noch mehr zu bauen, aber es schaut sich ja keiner meine Let's Plays so oft an, da sie einfach viel zu lang sind. Ja, mal das mal sehen, ob wir die einfach ein bisschen kürzen können, damit wir auch ein bisschen was schaffen. Ja, dann haben wir hier ein bisschen die Creeper-Löcher gestopft. Ja, und die Erde ist schon wieder alle. Na gut. Dann gehen wir oben weiter bauen. Irgendwo tanzt hier auch noch ein Enderman rum. Den lasse ich jetzt einfach zufrieden. Was hier noch reinkommt, ist, dass ich hier die zwei kommen noch mal raus. Bleibt hier einer stehen, kommt hier noch zwei raus. Das ist wohl schon wieder ein Schmuckelement, was ich schon wieder einbauen möchte. Das kommt auf der anderen Seite auch. Tja. Ich müsste mir hier einen Aufstieg lassen, dass ich noch aufs Dach komme, dass ich nicht immer oben über das andere Dach drüber muss. Und da habe ich schon den ersten Fehler gebaut, da dieses Stück Holz hier aus diesen Teilen bestehen muss. Nee, ist richtig. Also hier kommen die hin. Also doch richtig gebaut. Halbsteine habe ich im Moment nicht dabei. Das macht mir aber nichts. Ich werde mir jetzt einfach hier mal eine Spur durchziehen. Warum wird das heute nicht funktionieren hier? Ah, da sind die schon wieder alle. Eine Axt packen wir hier mal beiseite. Dann haben wir hier gleich noch ein paar mehr Klötzer offen. Ja, heute bin ich irgendwie weiter verpeilt. Hier habe ich was vergessen gehabt. Oh, bloß gut, ich bin nicht runtergefallen. Also bin ich ja auch ein Experte im Runterfallen. Hier mussten wir noch eine Runde durchziehen. Ja, das war wieder mal nicht da, wo ich es hinhaben möchte. Ist mir der Klotz trotzdem runtergefallen, aber wir haben ja genug Holz gesammelt. Wenn wir wieder Holz brauchen oder irgendwas anderes brauchen, wird das halt wieder im Speed-Up gemacht. Ich weiß ja jetzt, wie man das rendern muss. Mehr wie vierfacher Beschleunigung geht leider nicht. Jedenfalls nicht mit meinem Programm. Aber ich denke mal, 40 Minuten auf 10 Minuten beschleunigt sollte auch schnell genug sein. So, das lasse ich hier mal offen, da ich hier nicht weiß, ich weiß zwar, wie ich es bauen will, aber ja, hier kommen diese dran. Dann kommt hier der Klotz dran. Ja, dann kommen wir hier irgendwo hier an diesem, müssen wir hier wieder einen Pfeiler nach unten bauen. Ja, Pfeiler nach unten bauen. Und gleich mir wieder einen falsch gesetzt. So. Dann muss hier oben an den obersten
Bin ich jetzt auf der richtigen Höhe? Ja, bin ich. Sollte das normalerweise funktionieren, dass ich hier kann ich ausfüllen. Ja, dann sollten wir ja auch irgendwann mal die Fenster reinziehen hier. Ja, das passt perfekt. Jetzt kann ich zwar hier hinten nicht mehr aufs Dach hinaus, aber das macht ja nichts, wir können von der anderen Seite. Und hier kommen dieselben Schmuckelemente, die ich eben drüben auf der anderen Seite auch gebaut habe. Da kommen einfach später ein paar Türen rein, damit das wirklich aussieht wie eine Scheune. Ich weiß ja nicht, ob jemand schon eine Scheune richtig gesehen hat. Das können wir dann hier zumachen. In einer Scheune gibt es oben im Heuboden meistens ein paar Türen. Und die werden wir hier uns reinbauen. Wir bauen hier drei Stück rein, weil das einfach besser aussieht. Zumindest finde ich, dass das besser aussieht. Wie euch das gefällt, könnt ihr ja in den Kommentaren hinterlassen. Und wie euch das gefällt, dass ich jetzt versuche zumindest kürzere Folgen zu machen, könnt ihr auch reinschreiben. Ja, dann werden wir hier mal auf dem Balken nach hier rüber flitzen. Irgendwie ist mir der Laufmodus immer noch zu langsam. Aber das kommt ja wahrscheinlich daher, dass ich hier an der Wand lang krieche. Ja, unsere Creeperlöcher sind nun wieder gestopft. Man sieht zwar immer noch, wo sie waren. Aber das werden ja in der Welt nicht die letzten sein. Denn ich habe ja so meine Probleme mit den Creepern. Die nicht mit mir, aber ich mit ihnen. Hier werden wir den Balken gleich mit reinziehen. Können wir zwar alles schlechter langlaufen. Und uns sind die schon wieder die Holzplanken ausgegangen. Dann kommt hier schon wieder ein Balken rein. Und ich habe schon wieder den blöden Fly-Modus erwischt. Zeit, dass ich den deinstalliere. Der Zombie-Mod, der nervt einfach nur noch. Zwei von diesen. Ein so rüber und wieder zwei von diesen Balken. Ja, ich weiß, es ist echt spannend. Aber ich möchte ja auch mal das Dach fertig bekommen. Die Tiere werde ich vielleicht auch im Speed-Modus reinholen, da das ja auch echt langweilig ist. Und die Tiere ja nicht immer so wollen, wie man das von den Tieren verlangt. Das ist ja so wie mit Menschen. Die wollen ja auch nicht immer das, was man will. Und selbst mit dem Weizen gelockt funktioniert das nicht immer. Ja, in der neuen Version kann man dann im Kreativmodus Eier schieben, wo man sich dann die Monster einfach mal so in die Scheune setzen kann, sogar sortiert. Ja, wenn wir das machen sollten, dann nicht auf dieser Welt. Diese Welt wird cheatfrei bleiben. Auch wenn ihr mir das vielleicht nicht unbedingt immer glauben wollt. Aber deswegen mache ich halt solche Videos wie diesen Holzsammeltag. Und so wie es aussieht, geht schon wieder die Sonne unter. Das bedeutet, die Folge ist schon wieder zu Ende und wir haben noch gar nichts geschafft.
Für die nächste Folge müssen wir uns dann mal hier ein paar Half Steps machen. Holz Half Steps, damit wir das Dach auch fertig bekommen. Ja, dann laufen wir mal rüber. Aber auf der anderen Seite noch runter können. Übrigens, da war auch ein Creeperloch. Die Zweier können wir hier drüben noch anpappen. Die kommen jetzt hier dran. Dann sind die auch weg aus unserem Inventar. Wir brauchen Half Steps und, ja, und ein paar, ja, ein paar Türen. Insgesamt 6. Nee. 6 für eine Seite, also 12 Stück. Und gute Nacht und viel Spaß für die nächste Folge und tschüss.